Das die Kanonen nicht? Nee, kann nicht sein. Da drüben. Ja, hier ist er. Ist der Kontrollpunkt. Hier sind keine Gegner. Na toll, wo sind denn die Gegner? Das ist schwierig hier, wir müssen uns den Gegner suchen. Ja, daran sieht man wieder, wie viel man Geld ausgeben muss, um einigermaßen ein gutes Schiff zu haben, ne? Das ist wahr. Down. Verdammt, da wollte ich gar nicht hin. Ich will weiter fliegen. Lasst mich in Ruhe. Oh Mist, der Turm wurde auch jetzt schon wieder eingenommen, ey. Verdammter Scheißdreck. Turm der Forcefront. Wo ist der? Der wurde eingenommen. Das ist gut. Oh, noch zwei Schiffe. Fertig. Endlich. Den Scheiß habe ich auch geschafft. Kriegt man wieder was. Akzeptieren. So, jetzt muss ich nachgucken. Ich guck nicht, muss nicht jedes Mal nachgucken. Ich habe so viele Missionen, da weiß man schon gar nicht mehr, was ist. Ein Schritt zwischen den Sternen.
Schritt zwischen den Sternen. Das also. So, wo muss man da hin? Nach Dyson Oberkommando reisen. Wo ist denn das schon wieder? Hey, ich gucke ja gerade nach, wo Dyson Oberkommando sein soll. Kampfzone, Frostfront. Steht da nirgendwo was mit Comment. Weißt du, wo man da zum Oberkommando kommt? Weil hier steht nirgendwo was mit Oberkommando. Also, nach Dyson Oberkommando. Also wieder ganz zurückfliegen, okay. Gott, ey, die müssen endlich mal lernen, da was richtig zu machen und nicht mehr so einen Schwachsinn zu machen. Also das ist noch ein bisschen madig. Da sollten sie echt zeigen, hier mit dem Pfeil, ja, du musst in dieses und dieses Gebiet und nicht hier. Ja, wenn du im Gebiet bist, kriegst du eine Anzeige, wo du hin musst, da sonst nicht. Ist auch ein bisschen madig veranstaltet, aber gut. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Zum Beispiel beim Spiel wurde dir noch nicht mal gesagt, wo du hin musst. Hast du gesucht wie blöd und konntest nichts finden. Zum Beispiel. Ja, genau. Ich bin bereit zum Abkassieren. Ich kann nicht in die Zone zurückfliegen, von wo ich herkam. Was ist das denn für eine Verarsche? Yes. Glückwunsch. Da haben wir's. Das kommt. Und dann krass. Aber nur rein theoretisch.
soll ich jetzt... Sie, ganz ehrlich, bei manchen Missionen ist es richtig kryptisch hier, muss man ehrlich sagen. Echt? Nicht schlecht, nicht schlecht. Willkommen beim Stream, der zugekommen sind. Mach das, mach das. Springen. Okay. You're just in time. Please follow me to Subcommander Cole. Wie? Das jetzige Schiff, was wir jetzt haben? Echt? Die Kreuze sind bei den Wendiger? Krass. Ja, ja. Naja, kann ich mir schon vorstellen, dass das so ist, ne? Thank you for reporting so promptly. Ja, die waren sogar in der Serie und im Film so. Aber dafür hatten sie hauptsächlich nur vorne Waffen und nicht hinten. Admiral Tuvok from Starfleet was selected to lead a small team to the station to try to disable it. With him is Dr. Eric Cooper. A scientist who has been studying. Ich muss mir unbedingt dein Geld noch besorgen. Ich muss mir unbedingt das Schiff holen. Something's gone wrong. Joint Command, please respond. This is Tuvok. Sensors have detected a large fleet moving toward the station. They have discovered us, and we have yet to complete our work. Communications with our ship are down. So, was soll ich jetzt machen? Springen Sie mit Subcommander Cole. Tuvok and Cooper are stranded with an entire Voth fleet bearing down on them. I need you to fly to the station, rescue our team and finish the mission. Our fleet will engage the Voth to help keep them distracted. But to avoid detection, you'll need to fly roughly 100 kilometers above the surface of the star. Speak with the logistics officer assigned to brief your crew on the situation. With your permission, we can. So. Greetings. Our engineers are working with your crew now to create a temporary modulation program that will help your shields protect your ship from the heat and radiation you will encounter on your way to the sun station. We will need every available ship to fight the Voth. It would be best if your ship joined the fleet once you are aboard the station. Your goals on the station are to find Admiral Tuvok. Admiral Tuvok traveled to the station in a new starship, specifically designed to withstand the conditions there. The Dyson has reported some technical issues, but they should still be in transporter range. It will. So, jetzt muss ich auf mein Schiff zurückbeamen. Willkommen beim Stream, die dazugekommen sind. Ja, kannst mir 300 abgeben.